Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Version 2, auf Version 2.0. Wir verkaufen heute noch unsere letzten Rinder für Fleisch, unsere männlichen Tiere. Dann werde ich noch einmal ein Anhänger mit Milchkühen kaufen, dass wir so unseren Stall zur Hälfte voll haben ungefähr. Da es ja auch im selben Weg liegt, bietet es sich an, das gleich zu machen. Hier unsere letzten braunen Tiere hier gehen jetzt zum Händler. Und hier oben, was so groß, so schwarz-weiß sind, das sind unsere Holsteiner Milchkühe, ne? Aber das sind die Kälber. Nicht wundern, die geben nur keine Milch. Die sind noch ziemlich klein normalerweise. Vom Alter her, ne? Auch recht jung. So, nun ist der Stall alle, ne? Jetzt wollte ich eigentlich die männlichen Tiere, die jetzt kommen, im Stall links dann befrachten, ne? Oh, war aber knapp. Ja, die 6 verkaufen wir noch, oder waren es 8? Gar nicht genau gezählt. Verkaufen wir jetzt. Und dann holen wir nochmal Anhänger voll Kühe. Gehen glaube ich rein 24. Und dann haben wir das auch erledigt. Ne? Ja, die Auszeit auf Feldnummer 41 oder 42. Weiß ich gar nicht genau. Mit Soja ist gerade voll im Gang. Und das Feldnummer 60 wird geflügt. Gekuppert. Entschuldigung, gekuppert. Und dann kann auch im Anschluss dann die nächste Aussaat vorgenommen werden. Mal sehen, was wir da nehmen. Und mal sehen. Habe ich noch nicht entschieden. Bisher habe ich ja ausgesät Raps, einmal Weizen, einmal Sonnenblumen und einmal Soja. So. Getreide geht eigentlich nicht. Für Kartoffel oder für Rüben, das ist echt der Hammer, ne? Also dann ist es, sag mal so, ja, das ist dann, ja, es lohnt sich irgendwie nicht, ne? Es ist viel Arbeit und der Preis passt nicht, ne? Das ist das Problem. Ich kann es auch gar nicht mal gut BGA könnte das verwenden, ne? Dann müsst ihr mal eine bauen, ne? Jetzt drauf habe, weiß ich gar nicht. Die Rinder, wollen wir die Rinder mal abladen, ne? Nicht, dass sie mir ja sterben, ne? Ja, äußerst schlecht. Ja, Sonntag, 4:45. Und ich bin hier auf der Tür gerade. Wie jeden Sonntag. Um die Zeit. Ah, 6 Tiere. So, dann wollte ich mal gucken, Gebäude, das sind die Produktionen für den Marsch, eigentlich für hier bedingt machbar, also bedingt, also Mischfutter habe ich ja auch hier, funktioniert, Pelletsfabrik wurde auch funktioniert, aber verkaufen ist so eine Sache, ne? Oder hier Rübenschnitzel, weiß ich auch nicht genau, ob man die loswerden können bei der BGH, das ist immer so eine Sache. Und hier, Anne, wird es hier auch nicht funktionieren, Kalkwerk und so, wo Kalk. Für den Eigenbedarf könnte man sicherlich produzieren, aber ansonsten ist das hier, Pflanzenschutz geht nicht, wir können keinen Park anbauen, ne. Schlachter wäre auch kein, macht auch keinen Sinn, Zementwerk macht auch keinen Sinn. Ob die Birnen und die Äpfel angenommen werden hier, das bezweifle ich mal ganz kurz. So, hier wäre hier BGH, mal hier, wenn man auch die Rüben verarbeiten könnte, ne? Also Rüben und Silage, Gülle bringt Gärreste, ne? Also und Geld. Und hier ist ja der Seedmaster von Community, also Saatmaschine, und hier ist das Hochsilo für Silageherstellung, ne? Das wäre noch eine Option, ne? Für Rüben, ne? Wo man hier einkippen könnte als Ganzes.
auch nicht so teuer, das könnte man sich auch noch leisten. Ne? Und hier mit Saatgut kann man auch herstellen. Ne? Mit, man muss nur Getreide haben und ein Gift, um sich zu kaufen. Ne? Vom Händler. Ne? Das wäre eine Option. Ne? Ansonsten wüsste ich nicht, wo wir so Rüben verwenden können. Ne? So, jetzt kaufen wir mal. Wertende reicht. Mal gucken mal ganz kurz. Wertende reicht. Ah, er hier. Da werden wir mal kurz nacharbeiten, ne? Ja. Dann werden wir auch gleich entsprechend. Wir müssen nacharbeiten, nützt auch nichts, sonst gibt es Verluste. So, da vorne Ecke. So. Weiß man nicht an die Maschine. Dass die Sämchen raufkommen, ne? Die Ecke geht sowieso nicht. Sind hier eigentlich Wald? Achso, das ist ja andere Feld. Wollte gerade sagen. Kann nicht sein. Das letzte war doch ein Wald. Oh, hier sind nicht die 60, hier ist das andere Feld. Ja. Du warst nochmal gleich der Name? Feld Nummer 41. Wald irgendwie nicht. Macht aber nichts, ne? Die 42 ist da links von uns, ne? Also linke Feld. Ich freue mich schon auf den Raps, die Ernte, ja, blühen, wird bald soweit sein, ne? Der Ball. Hat er hier mit Spurweise gearbeitet zum Schluss? Sieht so aus. Haben wir das so eingestellt wahrscheinlich? Sehr wahrscheinlich. Mal kurz gucken, wo ich es eingestellt habe. Bestimmt hier. War nicht. So. Deaktiviert. Hier ist alles deaktiviert. Das war Lohn. Ach, hier geht es. Ach, hat er mir gesagt, der Kollege. Hier kann ich einstellen. Oh, 500%, bist du wahnsinnig. Also hier ist. Ach, hier, das war klar. Auch die aktiviert. Gut, dann habe ich es nicht aktiviert, oder? Vielleicht neu. Oh, die Maschine ist so eingestellt. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Wir werden jetzt. Demnächst auf Feld Nummer 60 anfangen und dann schaue ich mal was an. Ich habe beinahe eingestellt mit Saatgut, da hätten wir hier eine zweite Frucht drin gehabt, das wäre schlecht, weil da hätten wir es kuppern müssen und das wäre äußerst ungünstig, ne? In der anderen Maschine, wo vorher gekuppert wird, die Direktmaschinen, da ist es dann möglich, die Saatgut oder die Saat zu tauschen, ohne groß arbeiten zu müssen, ne? Aber hier wäre das ja passieren aufwendiger. Die Spur wäre dann vielleicht mit Weizen oder so gekommen oder mit anderen Zeug, ne? Aber da hätten wir viel. Dann machen wir das Gras rein in 60, wäre auch Quatsch, ne? Gras wird auch zu viel, ne? Muss ja auch irgendwie weggefahren werden, ne? Auf Dauer ist es doch zu viel. Ne, Gras wäre nicht gut. Wenn ich jetzt fertig bin, hier mal kurz durchgucken, ob wir noch haben. Okay. Und schön Frucht. So. Erstmal den Kurs löschen. Dann schauen wir durch, ne? Jetzt mal ausschalten. Wo? Und X. Und dann können wir gucken.
Zuckerrüben, ja, Zuckerrüben wäre ein bisschen groß, also wäre sehr groß. Weizen, Gerste, Hafer, Raps wäre eigentlich zu spät. Unrettig ist Quatsch, Gras, Mais. Mais geht da, technisch gesehen, machen Sonnenblumen. Schön gelben Sonnenblumen, ne? Also, Raps wäre jetzt schon, das wäre mehr, das wäre nichts. Glaube ich, dass es auch geht. So, immer nur zum Hof fahren und dann auftanken, ne? Sagt gut. Mit Vollgas, Richtung Hof. Ja, da kruppert man noch teilweise. Ja, kruppert man. Da müssen wir einmal sehen, damit nacharbeiten. Ich habe mich da dann zu sehr oder machen wir so, ja. Ah, jetzt haben wir nur entschieden, ne? Das fällt ja nicht. Alles so feucht. Gibt's doch gar nicht. Hat noch keinen Regen gehabt. Letztes Jahr im Spiel war so viel Regen gewesen. Hatten wir hier Wasser. Ach, da liegt noch Schnee. Das ist gut. Da liegt auch ein Haufen Schnee. Aber denkt mal, nächsten und Frühling ist er weg. Hier, die machen hier auch nichts rechts hier. Ich mach da auch nichts. Jeder, das ist der letzte, was verdorrt ist hier, das Silberne. So. Dann können wir mal demnächst Gülle an zum BGH fahren und Mist sicherlich auch bald wieder. Dann können wir ja die Geschwindigkeit höher drehen, ne? So. Das genau treffen. Wenn es optimal schön, wenn es getrifft, ne? Hm. Fast. Fast genau. Aber sich daneben ist auch daneben, ne? Wir schauen mal auf die FPS-Anzahl, wie stark belastet ist, ne, und so, das probieren drauf, dass am Mund halt nicht ruckelt, ne? Verkaufen müssen wir. Das sind so viele. Aber gut. Ja, noch nie. Habe ich schon Rinder gekauft? Kein Mist, ne? Oder wollte ich erst kaufen? Erstmal das erledigen. Achso, okay. Wäre nämlich schlecht. Gut, bei 1 ist nicht ganz so dramatisch, aber ich finde bei 1, aber ansonsten wäre das nicht gut. So. Da unten mal arbeiten. Ja, mal ganz gucken. Und, letzten Zügen. Dann werden wir ganz kurz umspringen. Also ein bisschen was nacharbeiten. Da vor allem.
Ich meine, das sind ja schon moderne Maschinen, ne? Also, man sitzt ja wie im Auto, ne? Nur ein bisschen höher. Ja, fürs Feld kaufen reicht nicht, das sieht noch schlecht aus. So, das ist immer das. So. Tiefer, tiefer mit dem Flug. Da kann ich hier mitmachen hier. Wo überhaupt nicht ganz so dramatisch ist. Das ist der Hafer. Das würde schön passen unten in dem Feld. Ne? Das ist bestimmt kaufbar, ne? Ja, nehmen wir noch Flugpunkte hoch. Nicht so hoch, ne? Ja. Mit der Maus kann man machen, mit der Kopf ist dann schwierig. Mit der Augen. Oh, der FPS geht wieder hoch. Oh, die Temperatur der Grafik gerade. Über 70 Grad. Ja, die Ecke machen wir leicht ein bisschen weg, ne? Das sieht so unschön aus, ne? Durch, Junge, zieh durch. So, Bau und bin drinnen. Tja, dann wird grob halt auch fertig, ne? Dann machen wir hier auch Saat ein und Sonnenblumen. Und dann ist es perfekt. Dann können wir, ja, mit Holz kümmern nachher, die Kühe versorgen nochmal, den Rest. Und die brauchen natürlich noch Futter, Nachschub. Und, ja, dann werden wir mit der Grundarbeit fertig, ne? Liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid noch Tschüss und bin Grinke. Ja, es geht gleich weiter, ne? Tschüss.